Mir hat jemand gesagt, Pflanzen können Schmerzen empfinden. Und da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein, also Pflanzen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es selbst aus. Und eine Mimose zum Beispiel. Eine Mimose. Ja, klar ist die empfindlich, wie der Name schon sagt. Ja, aber das ist wirklich so, dass die Mimose reagiert. Das heißt also, jeden Tag bin ich hingegangen, habe Licht angemacht, die Mimose angestochen, so, und Licht wieder ausgemacht. Und das habe ich ein paar Tage lang gemacht und irgendwann habe ich das Licht angemacht und dann hat die Mimose sich zusammengezogen, ohne dass ich sie. Also sie hat gewusst, jetzt kommt der Arsch wieder und sticht mich.